Servus Freunde. Ach, was ist hier los? Du darfst da gar nicht rausfahren, Kollege. So, wir haben es Montag, den 4. Ich habe meine Uhr vergessen, auch gut. Montag, den 14.12.2020. Ich habe ja so vieles vergessen. Ich hatte erste Kameras, oh, wo die Handys, da muss ich nochmal hoch. Deswegen haben sie es 12.19 Uhr schon. Um 12.30 Uhr fange ich an zu arbeiten. Also das wird heute, das werde ich wohl heute nicht wirklich schaffen. Ist mir aber ehrlich gesagt mittlerweile auch scheißegal. Hört sich blöd an, aber bei dem, was da los ist, kann im Moment auch nicht mehr so richtig. Ich habe schon richtig wieder Bauchschmerzen, wenn ich an die Arbeit denke. Ja, mal gucken. Also spätestens nächstes Jahr werde ich da definitiv irgendwas verändern wollen. Müssen. Man weiß nicht. Aber so kann ich und möchte ich das nicht mehr weitermachen. Also im Moment ist so wieder der Moment, wo ich mir denke, ah, kündige. Kannst für das gleiche Geld auf Stempeln gehen, hast du mehr von. Gut, meldest das Auto mal ab und stellst es auf Böcke und gut ist es. Ja, also. Ja, das geht mir gerade wieder so durch den Kopf. Gut, auf der anderen Seite jetzt, ja, aber dann muss ich auch mit dem Auto nicht mehr los, weil wenn keine Arbeit ist, auch kein Rausgehzwang, dann muss ich auch nicht im Regen Fahrrad fahren. So. Was denn? Ja, so ist das, wenn eine Actioncam sich selbstständig macht, ne? Ja, ich muss da mal noch so einen Puppel hin machen. Ja, live. Und in Farbe. Ja, bleibt dran. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Video mache. Letzte Woche, die Videos sind da ein bisschen durcheinander geraten und da ist auch ein bisschen was weggekommen, habe ich gesehen. Das war alles so nicht geplant. Aber so habt ihr wenigstens mal die Fischis von meiner Mutter, ihres Aquariums im Auge gehabt. Ach, René, habe ich überhaupt gar nicht gesagt, ne? Das sind 450 Liter. Theoretisch. Ja, dann würde ich mal sagen, bis später. So, ich habe einen Feierabend. Für mich heißt es ab nach Hause. Der Dienstag ist rum und er war nicht so schön. Also im Moment ist nur noch Stress. Okay, erstmal gucken, wer von den Arbeitskollegen noch da ist. Ja, und jetzt geht's. Dann sage ich bis morgen. Ja, schönen guten Abend wünsche ich euch. Wo ist die Kamera da oben? Man neigt beim Handy immer dazu, auf das Display zu gucken. Heute war Mittwoch, der 16.12. Ich habe den Tag einigermaßen gut rumgekriegt. Ich habe heute zwei freudige Mitteilungen gekriegt, über die ich nicht näher reden darf. Vielleicht irgendwann mal gucken. Hat sich beides auf der Arbeit ereignet und Mitteilung, also quasi drei. Ich weiß, der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich habe vor ein paar Monaten mal Post vom Amtsgericht hier bekommen, weil ich eine Zeugenaussage machen sollte, die aber dann aufgrund von Krankheit vom Richter abgesagt wurde. Da habe ich heute ein neues Schreiben bekommen, dass im Januar ein neuer Termin angesetzt wurde, wo ich dann leider, wenn der Plan so bleibt, Nachtschicht habe. Gut, der Termin ist um 13 Uhr, ist nicht ganz so dramatisch, ist also machbar. Ich hoffe nur, ich verpenne dann nicht. Und ja, das wird dann auf jeden Fall, werden das schwere Nächte werden an den beiden Tagen. Naja, ja, ansonsten war heute nichts. Alles soweit beim Alten und ja, verabscheue mich dann jetzt bis morgen. Das ist so dass die Highlights meines Tages gewesen. Schade, dass ich über die anderen beiden Sachen noch nicht reden darf, aber vielleicht irgendwann. Da halte ich euch aber dann auf dem Laufenden.
Nun denn, in dem Sinne, bis morgen. Ja, jetzt muss ich so machen und... Was denn? So, meine Lieben, ich habe mir jetzt ein Stückchen Eierlikör gegönnt. Und hier brutzelt gerade eine Ikea-Vanillekerze vor sich hin. Und jedes Mal, wenn ich was getrunken habe, fange ich an, meistens was zu essen, beziehungsweise... Entschuldigung. Ja, da musste was raus. Beziehungsweise ich fange an zu kochen. Es gibt heute nur so ein bisschen hier so Käsenüdelchen habe ich mir gerade gebastelt. Die ich richtig gut drauf habe mittlerweile. Ja. Viel mehr darf ich aber auch nicht machen. Ich muss ja gleich ins Bettchen. Und damit ihr nicht so viel sehen müsst, was ich hier alles so esse, sage ich bis morgen. So, servus, servus. Ich hätte es beinahe vergessen, hier noch ein Video zu machen. Wir haben es nämlich bereits Sonntag. Ist alles jetzt, beziehungsweise die Videos von gestern und vorgestern, habe ich wieder mit dem Cube gemacht und ich übertrage die immer mit dem Handy. Da scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob es an der App liegt, ob es am Handy oder an der Kamera, weil die Kamera war ja mal defekt. Die habe ich ja wieder repariert, ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwas nicht so ist, wie es gehört. Ich meine, die Kabelverbindung funktioniert, ja, aber irgendwas, ob der WLAN-Sender einen abgekriegt hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die letzten beiden Videos futsch. Was mich sehr ärgert. Schöne Aufnahmen für euch, aber die Videos sind weg. Ich finde sie nicht mehr. Ich habe sie meines Erachtens ordnungsgemäß aufs Handy geladen. Mehr wieder. Sie sind nicht da, wo sie hingehören. Sollte ich diese nochmal finden, werde ich sie euch natürlich nachträglich nochmal reintun. Aber ja, wie gesagt, sie sind weg. Sie sind weg. Ja. Wollte ich eigentlich gestern Abend alles, aber dann habe ich, ne, dann kommt so mal dieser Frust hoch, so, ach, alles Käse und dann ab, Feierabend. So, wir haben Sonntag. Kriegt ihr tatsächlich mal am Sonntag einen Log von mir. Ja, hier im Hintergrund brennt eine Kerze, so wie sich das schön sonntags gehört, ein bisschen romantisch und so. Ja, ich möchte gleich runter in der Garage am Fahrrad schrauben, weil es wird Zeit, dass das gängig gemacht wird. Ich drehe durch die ganze Zeit Autofahren. Ist ja mal ganz schön, aber ich habe gemerkt, ich verfalle wieder so ein altes Muster. Autofahren ist auch was Schönes. Vor allem jetzt im Moment, wo abends nichts mehr los ist auf den Straßen, weil die Leute alle zu Hause hocken. Weil an sich Autofahren selbst mache ich gerne, aber so die letzten Jahre hier im Berufsverkehr und was auf den Straßen los ist, der eine oder andere wird mir das bestätigen können, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja sowas von nicht mehr normal. Auch so nach der Nachtschicht montags früh, dass die Leute nicht bei mir im Kofferraum mitfahren wollen, wenn die hinter mir sind, das ist schon alles. Ja, dann noch ein kleines Schweinchen, das gebe ich ganz offen zu. Und wo 50 ist, fahre ich dann auch 49,9. Weil ich habe ja dann Zeit. Leute, wenn ihr zur Zeit, steht früher auf. Steht früher auf, fahrt rechtzeitig los. Glaubt es mir, das macht was aus. Man kommt viel entspannter an der Arbeit an. Ja, habe ich früher auch nicht gemacht, aber seitdem ich wieder mit dem Rad unterwegs bin, ich mir einfach die Zeit nehmen muss, habe ich auch, wenn ich mit dem Auto fahre, eigentlich für mich eingeplant, fahr einfach mal 15 Minuten früher los. Ist egal, und wenn nach einer Arbeit dich nochmal kurz hinsetzen kannst, durchatmen und dann erst die Schicht beginnst, das hat was. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Seelenheil, ganz viel wert. Ja gut, lange Rede, wieder ganz wenig Sinn. Ich hänge euch jetzt weg und mache das Video fertig, damit ihr das wenigstens bis heute Mittag habt. Und dann, oh ja, dann gehe ich runter ans Fahrrad. Ja, bis, obwohl, nächste Woche ist Nachtschicht. Dann kommt Weihnachten. Weihnachten bin ich auch auf der Arbeit nachts. Ja, ich würde mal sagen, ich mache nächste Woche nur spontan Logs. Ja, so eine Weihnachtswoche mache ich einfach nur so spontan.
Corona. Ah. ja, so werde ich das machen, weil dann strapaziere ich euch nicht. Dann gibt es das Wochenende, den Sonntag. Dann gibt es da nur so ein kleines Schnipselchen von mir. Gut. Vorankündigungen mache ich dann. Genau, das mache ich dann. Da gibt es nämlich was, aber dann erst später. Ja, have a nice day and a very good week.